So beginnt ein Tag in der Kinder- und Jugendpsychosomatik in Ludwigsburg. Wer ist das da unten ist? Wenn die Kinder angezogen sind, begeben sie sich nach unten in die Psychosomatikabteilung. Jetzt hast du die Qual der Wahl, Treppe oder Aufzug. Wer ist schneller? Nach dem gemeinsamen Frühstück machen wir uns für den Morgenspaziergang bereit. Weil der Weg zur Schule nicht besonders lang ist, gehen wir eine Runde spazieren oder kaufen Sachen in der Stadt ein, die wir fürs Kochen oder die Stadt brauchen. In der Schule am Schlosspark läuft alles viel entspannter ab als normal. Der Unterricht beginnt meistens mit einem Spiel. Wir lernen hauptsächlich für die Hauptfächer oder bereiten uns auf Präsentationen vor. Montags und freitags kocht ein Kind mit einem Betreuer. Wir kochen meistens unsere Lieblingsgerichte. Leider gehört Aufräumen und Abspülen auch dazu. Zu allen Mahlzeiten decken wir den Tisch und räumen ihn wieder ab. Dafür haben wir einen Küchendienstplan. Nach dem Mittagessen haben wir Gruppentherapie. Wir gehen dafür in unser Wohnzimmer und sprechen über Dinge, die unseren Alltag beeinflussen oder uns belasten. Auf dem Plakat haben wir aufgeschrieben, was Therapie für uns bedeutet. In der Einzeltherapie hat man mehr Zeit und kann im vertrauten Rahmen über seine Probleme sprechen. Das ist das Kuschelzimmer. Hier kann eine entspannende Fantasiereise stattfinden oder du kannst dich selbst entspannen. Wer ist bereit für Action? Natürlich kann hier auch eine Kissenschlacht stattfinden. Auch seinen kreativen Eigenschaften nachzugehen ist sehr entspannend. Das kann man super in unserem Bastelzimmer machen oder dafür ins Spielzimmer gehen. Im Spielzimmer der Kinderklinik haben wir die Möglichkeit zu spielen, basteln oder mit den Erzieherinnen zu reden. Jeden Mittwoch machen wir einen Gruppenausflug, den wir gemeinsam festlegen. Wir gehen zum Beispiel ins Kino, zum Bowlen, Eislaufen oder Minigolfen. Aber natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten. Es gibt auch erlebnispädagogische Angebote. Dabei spielen wir Spiele, in denen wir gemeinsam Lösungen finden müssen, oder wir gehen klettern im Griffwerk in Ludwigsburg. Dabei müssen wir unsere Angst überwinden. Dienstags und freitags gehen wir ins Fitnessstudio, welches sich auf der Ebene 0 befindet. Jeden Dienstag spielen wir gemeinsam Gesellschaftsspiele. Dabei wird viel gelacht und diskutiert. In unserer Freizeit spielen wir gerne Tischtennis, Tischkicker, Gesellschaftsspiele oder wir malen und puzzeln. Das war unsere Kinder- und Jugendpsychosomatik.